Prayer Session. Prayer Worship Community. Hey, so schön bei euch zu sein. Richtig, richtig Wahnsinn. Boah, so eine volle Kirche habe ich schon so lange nicht mehr gesehen. Aber es ist schön. Stark. Hey, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich habe mich tierisch darüber gefreut, aber eigentlich habt ihr mich gar nicht eingeladen, sondern der Michi, ich weiß nicht, wo der Michi gerade sitzt, der Michi hat mich eingeladen. Aber ja, ihr müsst es jetzt leider einfach ausbaden, es tut mir leid. Hey, ich freue mich wirklich, einfach in Schemmerhofen zu sein, weil ich finde, es ist voll der besondere Ort eigentlich. Und wenn du jetzt gerade vielleicht online dabei bist und zuschaust, dann will ich dich echt ermutigen, dann check unbedingt einfach mal hier den Ort aus und komm vorbei. Es ist echt richtig, richtig cool hier. Ich will jetzt nicht so groß drum rumlabern, sondern ich möchte eigentlich direkt reinstarten in das heutige Thema, damit wir keine Zeit verlieren, weil ich habe nämlich hier so einen Timer vor mir und der tickt schon. Und ich möchte unbedingt einfach, dass wir die Zeit gut nutzen und gut auskosten. Mein heutiges Thema lautet Wunder geschehen im Gehen. Was? Wunder geschehen im Gehen. Komisches Thema. Okay, bevor wir reinstarten, möchte ich voll erst einmal kurz intim werden, weil wir sind ja unter uns. Schauen ja auch keine Leute zu oder so, wir sind einfach unter uns. Ich will dir kurz ein Live-Update geben aus meinem Leben, weil die letzten 3-4 Monate in meinem Leben waren eine sehr hohe Achterbahnfahrt mit vielen Höhen und Tiefen. So, wir sind momentan, meine ganze Familie und ich, sind 24/7 bei uns auf dem Bau, weil mein einer Bruder gerade den Hof von meinem Opi umbaut und mein anderer Bruder hat erst vor kurzem geheiratet und dann waren noch 3 Unfälle in meiner Familie, meine Mama, mein Bruder Herzi und ich und es ging voll ab und es war voll das Chaos und ich wusste gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist und eines Abends habe ich mich dann einfach gefragt, hey Jesus, also sag mal, was möchtest du mir eigentlich jetzt in dieser Situation sagen? Ich habe keinen Plan mehr. Was möchtest du mir zeigen? Und so ein paar Minütchen später habe ich dann einen Anruf bekommen von meiner geistlichen Begleiterin. Ich nenne die auch voll gerne einfach Mentorin. Hat jemand von euch sowas? Hebt mal ganz kurz eure Hände. Hat jemand sowas? Okay. Hey, ich kann euch das euch nur ans Herz legen. Es ist echt der Wahnsinn, mit Leuten im Glauben zu gehen. Und auf jeden Fall hat die Angela mich angerufen und meinte zu mir, hey, lass uns mal kurz sprechen, ich habe was auf dem Herzen für dich. Und ich so, hä, passt gerade voll in die Situation rein. Und wir hatten echt ein längeres Gespräch und was ich mir daraus mitgenommen ist Folgendes. Und zwar, hey, Sonny, Wunder geschehen im Gehen. Und wenn ich jetzt so drüber rede, dann möchte ich auf gar keinen Fall nicht, dass du denkst, hey, ich bin voll der furchtlose Mensch, auf gar keinen Fall. Ich bin eigentlich echt der größte Schisser in meiner Familie, also das absolute Gegenteil. Und deshalb spreche ich heute auch höchstwahrscheinlich zu mir selber. Und ich möchte trotzdem, dass du für dich so ein paar Nuggets dir mitnimmst. Yes. Ich weiß nicht, wie es dir heute Abend geht. Und ich weiß nicht, ob du schon richtig platt und groggy bist von dem heutigen Tag, ob du in der Schule warst oder auf der Arbeit oder was abgeht in deinem Leben. Aber ich möchte, dass du dich mal ganz kurz zu deinem Nachbar hindrehst. Ich glaube, jeder von uns hat einen Nachbarn, oder? Dreh dich mal kurz hin und stell dich mal ganz kurz vor. Check. Okay, hey, ich möchte, dass du jetzt zu deinem Nachbarn, mit dem du gerade getalkt hattest, sagst, hey, Gott spricht heute zu dir. Mein Wunsch ist, dass du ready bist, das zu empfangen, was Gott heute für dich hat. Nicht, weil ich so fancy-pansy bin, sondern einfach, weil er, glaube ich, wirklich ganz persönlich zu jedem Einzelnen heute was sagen möchte. Und wenn es nur ein Gold Nugget ist, dann ist es nur ein Gold Nugget, aber es lohnt sich. Deswegen schalte voll gerne noch kurz dein Handy auf Flugmodus und schau auch nicht mehr auf deine WhatsApp-Nachrichten, Snapchat-Stories und so weiter, sondern sei da und lass dich drauf ein. Yes, das ist mein Gebet und voll mein Wunsch, dass Gott heute zu dir spricht. Es wird wild, Leute. Seid ihr bereit? Ja, okay, gut. Ich möchte beginnen, ich hoffe, das funktioniert jetzt.
mit einem ganz banalen Statement. Es klappt, okay. Puh, erste Hürde überstanden. Ich möchte beginnen mit einem ganz, ganz banalen Statement. Und zwar, unser Leben besteht aus Momenten. Wer hätte es gedacht? Eigentlich dürfte man jetzt nicht mehr sagen, Carpe diem, also ich hatte noch nie Latein, korrigiert mich voll gern, nutze den Tag, sondern eigentlich zählt es viel, viel mehr, den Moment zu nutzen. Wie heißt es dann, liebe Lateiner, Carpe Momentum oder so? Ja, stimmt? Cool. Genau. Es gibt abgefahren schöne Momente in unserem Leben und es gibt abgefahren wilde Momente in unserem Leben und es gibt aber auch echt herzzerreißend traurige Momente in unserem Leben. Und es gibt auch Momente, wo du, wo ich Entscheidungen treffen müssen, sollen und dürfen. Und es gibt auch Momente, wo du betest und es kommt dir so vor, als käme überhaupt keine Antwort. Und vielleicht warst du letzten Sonntag im Gottesdienst und dachtest dir so, boah, die Predigt war richtig cool, die nehme ich mir auf jeden Fall mit für meinen Alltag. Und am Montag warst du dann auf der Arbeit oder auch in der Schule und du warst da und dachtest dir so, hä? Das gibt's doch nicht, ich kann es gar nicht anwenden in meinem Leben, das geht doch gar nicht. Dann will ich dich einfach ermutigen und dir sagen, hey, es ist völlig, völlig okay, wenn du es nicht gepackt hast diese Woche. Es ist voll, voll okay. Vielleicht hast du keine christlichen Freunde in der Schule, vielleicht denkst du auch, hey, wenn die wissen, dass ich eigentlich am Sonntag in die Kirche gehe, dann belächeln die mich total. Oder vielleicht denkst du, hey, okay, Sonntags tauche ich auf jeden Fall auf, U-Boot Christ. Und am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag auch, tauche ich wieder unter. Und dann tauche ich aber am Sonntag wieder auf. Ja, in meinem Leben gab es total viele Momente, wo ich das Gefühl hatte, U-Boot Christ, Jesus schweigt gefühlt nur. Wo er eigentlich gar nichts gesagt hat. Und dann habe ich eine Nacht geschlafen. Und dachte so, okay, am nächsten Morgen, Gott, du musst einfach zu mir sprechen. Und was war am nächsten Morgen? Immer noch nichts. Immer noch nichts. Kennst du das, dieses Gefühl? Wenn du denkst so, es kommt gar nichts zurück. Und in solchen Momenten vergesse ich oft, was Jesus schon alles für und in meinem Leben verändert hat. Wie er immer treu war, immer treu ist und immer treu sein wird. Und es gibt ein Phänomen, und das möchte ich euch voll gerne mit hineinnehmen. Und dieses Phänomen ist super witzig, weil der Feind dir Dinge raubt. Und zwar am besten über Nacht. Und ich betitel es voll gerne einmal mit dem Titel geistlicher Alzheimer. Das bedeutet, ich erlebe heute was, dann gehe ich ins Bett und am nächsten Morgen wache ich auf und es ist wusch, weg. Erinnere dich mal ganz kurz zurück an dein Jahr bis jetzt. Was hast du Neues über Gott gelernt in diesem Jahr oder auch in diesem Sommer? Die letzten 4 Wochen waren für mich sehr wild. Ich war, wie gesagt, mit Camissio unterwegs. Das sind einfach Kindercamps in ganz Deutschland. Und ich habe gesehen, wie Jesus Familien wichtig sind und wie er Familien wiederherstellt. Und hunderte von Kindern haben ihr Leben Jesus geschenkt und es war richtig krass. Aber im Endeffekt merke ich heute, hey, Sonny, es war gestern. Und was gestern ist, vergesse ich so, so schnell. Geistlicher Alzheimer. Und dieses geistliche Alzheimer-Ding ist total was Biblisches. Also sogar Petrus hatte damit zu kämpfen. Petrus war der Typ, der, kurzer Reminder, der eigentlich der Fels war, auf dem Jesus bauen wollte. Und Petrus war auch der Typ, der irgendwann mal Fischer war, dann kam Jesus und dann kam alles andere danach. Und als Jesus von den Toten auferstanden ist, zuerst gekreuzigt worden ist, auferstanden ist, hat Petrus das nicht mitbekommen. Und Petrus war total zerknirscht und der dachte, okay, ich habe irgendwie alles vergessen, was ich in den letzten 3 Jahren mit Jesus erlebt habe, jede einzelne Sekunde. Und Petrus, er geht zurück zum Fischen. Sein Ernst? Er geht zurück zum Fischen. Sein Ernst, wirklich. Und so oft geht es mir in meinem eigenen Leben so. Er vergisst alles, was er mit Jesus erlebt hat und er geht zurück zum Fischen. Und ich will mal ganz kurz, dass du dir überlegst, was ist dein Fischen? Was hast du früher gemacht? Was ist dein Fischen? In Momenten, wo ich enttäuscht und überfordert bin, wie dieser Petrus, und eine Entscheidung treffen möchte, da denke ich, hat Gott
alle Zeit der Welt. Und er lässt sich so, so viel Zeit. Und Gott irgendwo ist da oben im Himmel und ich bin da unten und ich denke mir, ich brauche jetzt eine Antwort. Also Gott, hallo, die Zeit, die tickt. Und ich bin Mensch, ich denke mir sehr, sehr viel mit Bildern. Und ich stelle es mir schon so ein bisschen vor, Gott ist so, chillt gerade im Himmel, spielt vielleicht gerade Schach mit der göttlichen Dreiheiligkeit und dann sagt er einmal, ach, der Turm, den müssen wir einmal verrücken, oh, eine Springe, hüpfen wir mal da und dahin. Und ich stehe hier unten und denke mir so, hey, Gott, dein Ernst, ich bin hier, ich habe voll das Problem, ich brauche deine Hilfe und vielleicht bist du gerade busy, aber hey, die Zeit, die tickt. Soll ich jetzt eine Ausbildung anfangen? Soll ich meine Ausbildung abbrechen oder was möchtest du denn eigentlich von mir? Kennst du solche Gedanken? In den Situationen bleiben wir Christen oft total verkrampft stehen und warten darauf, dass gleich so ein Täubchen vom Himmel, so eine Brieftaube angeflattert kommt und nichts kommt. Und wir Christen, wir bewegen uns dann auch voll gern wie so ein Käferchen, das so auf den Rücken fällt und einfach gar nichts mehr machen kann. Wir bleiben einfach stehen und sind total verkrampft. Und wir warten darauf, dass gleich Gott mit so einer fetten Wuhusela irgendwas runterschreit und eine Ansage macht. Und wir sind angewurzelt aus Angst und wir kommen gar nicht weiter. Und während wir da sitzen und warten, dass Gott diese Ansage macht, wartet doch Gott eigentlich auf uns. Wenn dich die Angst lähmt und du nicht weißt, was du machen sollst, wenn du nicht weißt, was Gottes Wille für dein Leben ist, dann sage ich dir jetzt vermeintlich eins der wichtigsten Punkte, Key Teachings in deinem Leben. Und das ist überhaupt nichts Geistliches. Nämlich folgendes. Mach einfach irgendwas. Hauptsache, du machst was. Mach einfach irgendwas. Wie oft habe ich in meinem Leben gedacht, oh, ich verfehle Gottes Wille für mein Leben. So ein Schmarrn, Freunde, wirklich. Mach einfach irgendwas. Wir denken oft, oh, ich mache jetzt komplett das Falsche, aber nein. Mach was. In meinem Köpfchen, in meinem Sonny-Köpfchen, da wohnen zwei Mitbewohner in meiner WG. Nämlich einmal die Angst und einmal der Mut. Und die begrüßen sich morgens immer und sagen so, hey, Mut, ich bin auch wieder am Start, die kleine Angst. Und Mut so, ja, let's go, hey, guten Morgen, ich bin auch ready für den Tag. Und eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, will ich, dass diese Kackangst endlich einfach auszieht. Die Angst, die soll aus meinem Leben raus. Mach einfach irgendwas. Steh auf und lass deine persönliche Angst, wie auch immer die aussehen mag in deinem Leben, lass sie endlich ausziehen. Schmeiß sie raus. Sag hier, tschüss, hier ist die Tür, ciao. Während du da sitzt und wartest, dass Gott eine Ansage macht, wartet Gott eigentlich auf dich. Und wenn du jetzt eh schon wartest, dann lass dich einfach mal von Gott auffüllen. Lass deinen Liebestank von ihm auffüllen und richte deinen Fokus auf den, der die unmöglichen Dinge möglich macht. Und ich möchte dich jetzt mit hineinnehmen in eine Bibelstory. Und diese Bibelstory habe ich schon sehr, sehr oft gelesen, aber noch nie gecheckt. Genau. Wenn du eine Bibel dabei hast, dann schlag vorher gerne mal Lukas auf, Lukas 17. Und warum eine Bibelstory? Weil ich glaube, dass die Bibel die Wahrheit ist und weil ich glaube, dass die Bibel zu uns spricht und heute noch Leben verändert. Genau. Lukas 17. Da ist Jesus gerade unterwegs zwischen Samaria und Galiläa und Lukas, er berichtet von Jesus, der Aussätzigen begegnet. Nicht nur irgendwelchen Aussätzigen, sondern 10 Aussätzigen. Und was war eigentlich dieser Aussatz? Aussatz war damals was, was die Leute voll aus der Gesellschaft ausgeschlossen hat. Die durften nicht mehr teilhaben an den ganzen Feten und Feiern. Und diese 10 Aussätzige, die kommen jetzt zu Jesus und die bitten ihn, bitte Jesus, bitte, du bist doch derjenige, der die Wunder tut. Jesus, bitte heile uns. Wir wollen wieder zurück zu unseren Familien. Wir wollen wieder mit unseren Freunden feiern. Bitte Jesus, heile uns, hab Erbarmen mit uns. Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Wir wollen dazugehören. Und Jesus sagt, was denkt ihr? Er sagt nicht, ja, Schnips, ihr seid geheilt, sondern er sagt, geht und zeigt euch den Priestern. Geht und zeigt euch den Priestern. Priester waren damals diejenigen,
die dich nämlich reingesprochen haben. Also es waren die Leute, zu denen du da so hingedackelt bist und dann mussten die checken, okay, hey, rein, nicht rein, du bist good to go, du kannst raus aus der Quarantäne, Freiheit, wuh, willkommen zurück im echten Leben. Das waren die Priester. Und ich denke mir so, Jesus, was für eine Antwort. Du bist Jesus, du bist derjenige, der Wunder tut. Du bist derjenige, der Lahme gehen, Blinde sehend macht. Und cool, 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 ja, schön und gut. Aber hey, Jesus, du hättest die einfach heilen können von ihrem Aussatz. Und du sagst, alles, was du zu sagen hast, ist so, hey, Leute, geht und zeigt euch den Priestern. Also da bin ich schon ein bisschen enttäuscht irgendwie. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und was sollen die denn bitte denken, diese Aussätzigen? Was sollen die bitte denken? Wenn ich ein Aussätziger gewesen wäre, ich hätte gesagt, Herr Jesus, verarschen kann ich mich selber. Schau mich doch an. Ich bin dreckig, ich bin unrein, ich habe Aussatz, ich stinke, Jesus. Was soll ich denen zeigen? Und die Aussätzigen, und jetzt kommt eigentlich das Spannende, in Vers 14, da steht nämlich geschrieben, und es geschah, während sie gingen. Es geschah, während sie gingen. Die haben nicht gesagt, okay, hey, wenn ich da jetzt hingehe, dann schicken die mich eh zurück in meinen Kabuff und sagen, ciao, Kakao. Nein, die Aussätzigen sind einfach hingegangen und die sind losgegangen. Und ihre Taten haben gezeigt, hey, ich glaube das, was Jesus sagt. Und ich glaube, dass der Typ, dieser Jesus, recht hat. Und deshalb machen wir uns auf den Weg. Auf den Weg dorthin, während sie gingen, wurden sie geheilt. Sie haben auf das Wunder gewartet und sie wurden geheilt. Was will ich dir damit mitgeben? Wunder geschehen, wenn du, wenn ich, wenn wir gehen. Deshalb sei mal ganz realistisch. Ich weiß, viele Leute sagen immer, oh, du mit deinem Gott, du mit deinen Wundern. Aber sei mal ganz realistisch. Und was wäre, wenn du wirklich ein Wunder erwartest? Die Aussätzigen mussten erst gehen und im Glauben geheilt zu werden. Wunder geschehen im Gehen, Wunder geschehen dann, wenn wir loslaufen. Vielleicht muss ich es heute einfach nur tun. Und so oft sind wir gelähmt im Sitzen und sagen so, Jesus, ich warte bis heute Abend, dann hätte ich gern die Zahnfee, die mir was unter meinen Kissen legt und dann glaube ich dir. Dann weiß ich, du wirst jetzt das Wunder tun. Aber bis dahin warte ich. Und ich warte auch, bis so ein Frieden über mich kommt, wie mit unserer Christensprache. Und erst dann mache ich was. Aber nein. Hör auf, alle Antworten auf deine Fragen zu haben. Mach dich einfach mal auf den Weg. Ich meine, Gott, er ist ein Gott, der uns immer und immer und immer wieder Vertrauensvorschüsse schenkt, oder? Ja? Schenk du ihm einfach auch einmal deinen Vertrauensvorschuss. Wie wär's? Diese Story in der Bibel, die hat mich so inspiriert. Wunder geschehen im Gehen. Wunder geschehen nicht, wenn ich stehen bleibe, sondern wenn ich losgehe. Nur dann. Meine Mentorin hat mir auch einen Spruch gesagt, der klingt einfach im Englischen viel schöner. Ich versuche es dir trotzdem aufs Deutsche zu übersetzen. Gott kann ein geparktes Auto nicht bewegen. Und de facto, alle Autoliebhaber wissen es, einen Wagen kann man viel, viel leichter und besser lenken, wenn er fährt. Sonst wird es schwierig, oder? Und genauso ist es mit unserem Glaubensleben auch. Geh einfach los im Glauben, ohne jetzt direkt jede Antwort zu wissen. Geh einfach los und dann kann Jesus immer noch lenken und schauen, hey, Sonny, Holzweg, dann kann ich immer noch abbiegen. Schau und geh einfach los. Und manchmal sitze ich da und bin ultra frustriert und schaue zum Himmel hoch und warte, bis dieses Wunder kommt. Aber Wunder geschehen, wenn wir beginnen zu gehen. Ich will eine Person sein, die mutige Schritte geht und ich will Wunder erleben, während ich gehe. Ich will dir eine kurze Story erzählen von den Camps, wo ich jetzt erst unterwegs war. Da gab es nämlich einen Jungen. Den nenne ich jetzt aus datenschutzrechtlichen Gründen einfach Max. Und der Max, der hatte Neurodermitis und ich habe noch nie eine Person oder ein Kind gesehen, das so viele Pflaster am Arm, aber auch am Bein hatte. Und wir alle als Mitarbeiter, wir waren komplett geflasht und wir dachten so, hä, der kann halt, konnte gar nichts machen, er konnte nicht irgendwie mit Wasser in Berührung kommen, also nicht auf Wasserrutschen gehen, keine Spiele mitspielen, weil er Schmerzen hatte und einfach das Ultra gejuckt hat die ganze Zeit. Und dann dachte ich mir, hey,
wir glauben doch an den Gott, der Wunder tut. Er kann doch dieses Wunder tun. Und so haben wir angefangen, für den Jungen zu beten, für den Max. Und erster Tag, wir haben noch nicht wirklich eine Veränderung gesehen. Zweiter Tag, immer noch keine Veränderung gesehen. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Ich glaube doch an dich. Ich glaube doch, ich bin doch jetzt losgegangen und habe für dieses Wunder gebetet. Dritter Tag, bisschen besser geworden. Oh, kacke. Vierter Tag, oh Mann, wenn nur noch einen Tag haben wir Zeit. Und Jesus, bitte einfach. Und von Donnerstag auf Freitag hatte ich dann einen Traum. Und in diesem Traum habe ich die Stimme gehört und Gott hat mir ganz klar gesagt, hey Sonny, dein Wunder ist auf dem Weg, lauf los. Und ich dachte so, hä, jetzt echt, jetzt der Max oder wie? Bleib dran, lauf einfach los. Und ich habe dieses Wunder nie gesehen. Ich habe nie gesehen, dass der Junge ohne Pflaster rumgelaufen ist. Aber ich habe vor 2 Tagen eine Nachricht von seiner Mami bekommen mit einem Bild. Ich kann es jetzt euch leider nicht zeigen, aber mit einem Bild, wo er ohne Pflaster ist und wo die Mama einfach nur Tränen in den Augen hatte und gemeint hat, mein Junge wurde geheilt. Auch wenn du dein Wunder noch nicht siehst, lauf los und schenk Vertrauensvorschüsse. Bleib nicht in deinem Loch sitzen, sondern entscheide dich, einfach mal loszulegen. Und weißt du was? Es gibt sogar eine bekannte Sportfirma. Ich habe jetzt heute leider keine Schuhe von denen an, aber bestimmt die ein oder anderen von euch. Und diese Sportfirma, die sagt auch, just do it. Es ist so simpel. Just do it. Leg los. Weißt du was? Es gibt einen, der nicht schläft. Und das, wow, sorry Leute. Es gibt einen, der nicht schläft. Und das ist der Feind. Und der Feind, der verstreut Lügen. Lügen wie bisschen wie Konfetti. Und der versucht es immer wieder. Und der sagt zum Beispiel zu Christina, hey, Christina, du bist fett. Aber Christina hat Jesus in ihrem Leben und deswegen kann die Lüge ihr nichts anhaben. Der Feind probiert's, du bist fett. Die Lüge fällt ab, weil es bleibt nicht an ihr hängen. Christina, boah, dein Oberteil ist heute echt ein bisschen zu groß, oder? Also wirklich, ich will dich nicht, du bist nicht gewollt. Pum, Lüge. Haha. Schau dich mal an. Christina, deine Eltern, die sagen zwar immer, die haben dich lieb, aber die lieben dich nicht wirklich. Boom! Du bist nicht geliebt. Oh, deine Haare, diese Locken, einfach hässlich. Einfach hässlich. Boom. Du bist einfach nicht genug. Einfach nicht genug. Und der Feind, er rennt um uns herum wie ein brüllender Löwe. Er rennt um uns herum wie ein brüllender Löwe, aber er hat keine Chance, weil seine Zeit, die tickt, aber unsere Zeit nicht, weil wir werden in Ewigkeit leben. Und es gibt da jemand anders, der brüllt nicht. Es gibt jemanden, der ganz, ganz nahe kommt, dir und mir, und der sogar auch zu Christina sagt, hey, du bist mein Augapfel. Schau mal, wie schön deine Augen glänzen. Wenn du lachst, lach ich. Meine Träume sind deine Träume. Und hey, gemeinsam können wir alles schaffen. Alles schaffen. Vertrau mir. Und das ist unser Gott. So tickt er. Ich wollte es dir einfach mal ganz, ganz, ganz praktisch zeigen. Während der Teufel brüllt, flüstert Gott. Und warum flüstert Gott? Weil er dir so nahe ist. Er ist dir so, so nahe. Das waren alles einfach nur Beispiellügen. Die sind alle einfach nur erfunden, frei erfunden. Aber du und ich, wir wissen ganz genau, mit welchen Lügen der Feind uns hat in der Hand. Wir wissen es ganz genau. Ich könnte jetzt alle aufzählen. Du bestimmt auch. Danke dir. Die Lügen, die kleben nicht an mir, die definieren mich nicht. Aber die kommen trotzdem immer und immer wieder. Und deswegen will ich dich einfach fragen, hey, wie entscheidest du dich bei Gegenwind? Bei Gegenwind wird es immer geben, in der Schule, im Studium, auf der Arbeit, in deiner Familie. Es wird immer Gegenwind geben. Wie ist deine Einstellung da dazu?
Meine Einstellung ist: Paulaner Spezi, Pringles, I'm ready, Feind. Du hast keine Chance, ich habe Zeit. Ich gönne mir jetzt, ich habe jetzt leider nur nichts zum Aufmachen da, ich gönne mir und warte, bis mein Gott es vollendet. Weil er hat den Sieg. Es lohnt sich, Freunde, echt den Gegenwind auszuhalten und diese Einstellung, diese Mentalität zu haben, jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Teufel, du kannst mich mal. Ich weiß, woher ich komme und wohin ich gehe. Und Gott, er fordert uns zu nichts auf, wozu er uns nicht befähigt. Es wird immer Herausforderungen geben. Und wenn es Herausforderungen gibt, dann ist es deine Entscheidung zu sagen, hey, jetzt geht's mir schlecht. Wenn alles glatt läuft, dann geht's mir gut. So lebt die Welt, ja. Herausforderungen, Kacke. Wenn es mir gut geht, tippitoppi. So lebt die Welt, aber so leben nicht wir. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Und meine Bitte an dich lautet heute: Sei kein Thermometer, sondern sei ein Thermostat. Ein Thermometer passt sich der Temperatur in der Außenwelt an. Die Temperatur draußen mag total warm sein, aber die Temperatur in dir drinne ist eine komplett andere. Du bist nicht Opfer deiner Umstände. Das bist du nicht, egal was war. Bist du nicht. Du prägst deine Umstände. Und du bist berufen, natürlich, übernatürlich zu leben. Deswegen steh auf. Steh auf, denn dein Licht ist bereits gekommen. So steht es in der Bibel, Jesaja 60. Steh auf, werde Licht, denn es kommt dein Licht und die Herrlichkeit des Herrn geht strahlend auf über dir. Steh auf, setz dich in Bewegung. Wunder geschehen im Gehen. Zutiefst bin ich davon überzeugt, dass wir innerlich aufstehen müssen. Von unserer Depression, von unserem Schmerz, von unserer Trauer, von unserer Vergangenheit. Weil wer nie innerlich aufsteht, der wird auch äußerlich nie aufstehen können. Man muss zuerst die innere Einstellung nach oben ausrichten. Und dann zieht erst das ganze Äußere mit. Und deswegen haben auch vorhin Nadine und Ralf gesagt, so hey, steht beim Lobpreis auf. Voll oft sagt mein Gefühl mir, auch gar keinen Bock jetzt aufzustehen. Aber meine innere Einstellung ist, ja, ich will mein Herz zu Gott erheben. Und deswegen mache ich es. Und genauso ist es mit den Wundern auch. Wunder geschehen im Gehen. Und ich hoffe, dass ich dir heute einen kleinen Hintertritt geben konnte und dich ermutigen konnte, hey, ein geparktes Auto lässt dich nicht bewegen. Sei in Bewegung, bleib in Bewegung. Und sei mal realistisch, erwarte dieses Wunder. Und ich hatte diesen Traum und ich würde voll gerne, dass du das über dich selber auch aussprichst. Denk mal an ein Wunder, das du sehen willst, das du miterleben möchtest. Und füg voll gerne deinen Namen ein. Ich werde es jetzt einfach mal mit mir vorsprechen. Sonja, dein Wunder ist schon unterwegs. Laufe los. Und wenn du magst, darfst du das voll gerne laut auch einfach aussprechen mit deinem eigenen Namen. Sonja, dein Wunder ist schon unterwegs. Laufe los. Amen.